Für dich als Gruß sing ich den Bigfoot Blues. Hoch im Norden in einem Haus im Wald wohnt ein Bigfoot, eine haarige Gestalt. Seit er da ist, ist den ganzen Tag was los. Er hat ein gutes Herz, nur seine Füße sind zu groß. Sind viel zu groß. Das ist bestimmt ein hartes Los. Und keiner weiß, was soll das bloß. Ich mag dich, doch sie sind zu groß. Du lebst auf großem Fuß, was manchmal sicher schwer sein muss. Drum freu dich über meinen Gruß. Ich sing für dich den Bigfoot Blues. Okay, der Stuhl, den Harry nicht kaputt kriegt. Daddy, das sagst du schon zum vierten Mal. Und viermal ist er kaputt gegangen. Wir sollten für Harry Knautschkissen kaufen. Auf keinen Fall. Ich habe die Beine und alle Streben mit rostfreien Stahlstangen verstärkt. Harry, komm her. Na komm. Setz dich. Okay, Harry, steh auf. Siehst du, das ist eine Lektion fürs Leben. Manchmal weiß dein Vater, wovon er spricht. Hi, George. Ich dachte, du hättest den Stuhl repariert. Hat er. Erzähl, Ernie, wie war Justice Geburtstagsparty? Cool. So ein Junge drüben von Slizzertown hatte ungefähr 40 verschiedene Schnecken. Echt vom Feinsten. Vom Feinsten. Scheußlich. Echte Schnecken? Ich weiß nicht. Ich bin lieber im Wagen geblieben. Er sieht aus wie ein behaarter Bleistift. Der Hut gefällt ihm. Er will ihn gar nicht mehr abnehmen. Er feiert vielleicht seinen Geburtstag. Habe ich was Falsches gesagt? Harrys Geburtstag! Das war nur ein Spruch. Was sonst? Ich finde, wir sollten eine Party feiern. Ich hole Luftballons. Ich back Kuchen. Ich engagiere einen DJ. Hier kann man einfach nicht mehr laut denken. Was meint ihr? Wie viele Kerzen müssen auf den Kuchen? Wisst ihr, wie man das Alter eines Bigfoot feststellt? Ich weiß nicht. Vielleicht zählt man die Ringe um seine Füße. Hi, ho, Hendersons. Oh, ab, du kratzt bloß ein Gesicht. Der heutige Tag wird laut Mehrheitsbeschluss Harrys offizieller Geburtstag. Und zu Ehren dieses Anlasses scheinen wir eine Geburtstagsparty zu feiern. Oh, dazu wolltet ihr doch wohl nicht mich einladen. Darüber würde Harry sich sicher freuen. Ja, das sehe ich, Ernie Maus. Oh, Samantha, du kannst doch Harry nur nicht leiden, weil du ihn nicht halb so gut kennst wie wir. Und so würde ich es auch gern beibehalten. Samantha, ich muss zugeben, dass ich am Anfang genau wie du gefühlt habe, aber um die Wahrheit zu sagen, schon in der ersten Nacht, als er bei uns war, ist er mir ans Herz gewachsen. Natürlich waren wir einander noch nicht offiziell vorgestellt worden. Wo ist Ernie? Ernie, wo bist du? Hallo, Leute. Hallo, sind die Hendersons zur... Ein Bigfoot! Dich gibt es wirklich. Du existierst. Jetzt kannst du mich wieder runterlassen, verstehst du? Runter. Diese erste Begegnung war für Ernie ziemlich hart, aber schon bald waren sie die besten Freunde. Das merkte niemand. Der Kaiser ist dieser Typ hier, der mit dem nackten Hintern. Das ist ein Kinderbuch, deswegen zeigen sie auch nicht alles. Weißt du, was wir Jungs zum Wieseln benutzen? Da unten. Ernie. Was hast du gesagt? Ernie. Zu der Zeit schien es uns eine gute Idee, ihn zu behalten. Wir konnten ja nicht ahnen, wie viele Probleme auf uns zukommen würden. So, jetzt habe ich alles. Also da, Wiedersehen, Harry. Harry! Was machen wir denn jetzt mit Harry? Tja, wie beschäftigt man letztlich einen Bigfoot? Das Naheliegendste war Fernsehen. Ja, erhalten Sie diese garantiert echte 14 Karat Diamantenhalskette für nur $19.95. Du hast recht, der Schleichwerbungsspezialist. Und du Hänfling willst Ringer sein! Ich fordere dich zu einem Kampf in der Falkenarena auf! Und das ist stimmt.
Die Liberalen den Scheitel in der Mitte und die Konservativen den Scheitel mehr rechts tragen. Schreiber, du Abschaum! Du bist das Letzte! Sogar beim Namen Menschen würde ich dich austauschen. Ich werde dich vernichten, denn ich bin der Engel. Sehen dir ähnlich. Aber seine Lieblingsbeschäftigung schien George zu verärgern. Was ist mit mir? Ich brauche meinen Kaffee. Ja, ich werde nicht wach ohne meinen Kaffee. Gut. Und ich brauche Wasser und das sofort. Also, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das war Absicht. Na, wie wär's mit der Kopfnuss, 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 Kopfnuss? Das wollte ich schon immer mal machen. Los, los. Mom, ich brauch dich. Harry, nein, Harry, Harry, nein, gib mir das, gib mir... Böse, Harry, böse! Bescheuert, Harry, bescheuert! Oh, Harry, Harry, Harry! Nein, Harry, was soll das, Harry? Oh, Harry, Harry, was soll das? Nein, 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 ins Badezimmer! Ins Badezimmer! Harry! Offensichtlich konnten Mensch und Bigfoot nicht miteinander leben. Deshalb beschlossen wir, ihn in den Wald zurückzubringen. Na dann. Wir machen uns besser auf den Weg, wenn wir vor Tagesanbruch da sein wollen. Ernie, glaub mir, über kurz oder lang ist es zu seinem Vorteil. Ja, sowas habe ich schon mal gehört. Nein, nein, Ernie, hör mal zu, hör mal zu. Ihm wird es im Wald besser gehen. Ich meine, er kennt jeden Baum und Strauch in dem Wald. Ich werde es dir erklären. Erstens ist es seine Umgebung. Nicht wahr? Zweitens wird ihn niemand jemals dort finden, Ernie. Und zum Dritten, und das ist am allerwichtigsten. Behalten wir ihn. George, das ist wundervoll. Mal abgesehen von den Haarbüscheln und den gebrochenen Sprungfedern hat er uns auch viel Freude bereitet und eine neue Lebenseinstellung vermittelt. Oh ja, dir macht das nichts aus. Was musst du dir groß Sorgen machen? Dich interessiert doch bloß Essen und Schlafen. Sich kratzen und schnüffeln. Nur ich muss den Lebensunterhalt verdienen. Ich muss die Hypotheken bezahlen. Ich muss mich zerreißen auf der Arbeit. Hey, hörst du mir zu, bitte? Könntest du wenigstens so höflich sein und zuhören? Oh, Harry, bitte lass den Ast los. Harry, was machst du mit dem Ast? Du wirst ihn abbrechen und du... Oh, Harry, ja, das ist ein Vogelnest, das sehe ich, aber jetzt... Da bewegt sich was. Schlüpfen die etwa aus? Oh, ein Schnäbelchen, sieh doch. Oh, sieh nur, es wird gleich rauskommen. Komm schon. Oh, geschafft. Oh. Willkommen auf der Welt, mein Kerlchen. Ja. Oh, 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 da kommt sein Bruder. Oder Schwesterchen. Das ist fantastisch. Hallo, George, ich bin wieder da. Ich habe Fabrizio in ein Taxi gesetzt. Du kannst zu deiner Präsentation. Schatz, wusstest du, dass Vogelbabys vollkommen nackt auf die Welt kommen? Harry gab uns etwas, was wir vergessen hatten. Er erinnerte uns wieder an die kleinen Dinge des Lebens, die das Leben lebenswert machen. Und als Gegenleistung gaben wir ihm, was er brauchte. Jetzt, wie er zu euch kam. Und ich weiß, ihr habt ihn gern. Aber was ich nicht weiß, ist, wieso? Schon gut. Er hat mal ein, zwei Sachen zerbrochen. Ja, Nummer eins, meinen Tennisschläger. Und Nummer zwei, alles, was wir so und George, du übertreibst. Nein, absolut nicht. Wenn du bedenkst, wie friedlich wir früher hier saßen, nur mit unseren Kümmernissen. Und dann wurde alles so... Oh, nein, ein Bigfoot mit einem Baseballschläger um 10 Uhr früh. Harry? Nein. Harry? Nein. Harry? Nein! Oh, nein, Harry. Das war ein Erbstück. Tante Teresa!
Harry, gib das her, bevor du was von mir zerschlägst. Na los, komm. Harry, komm, leg das bitte wieder hin. Jeder Akt seiner Zerstörung war der Anfang zu einer regelrechten Zerstörungsorgie. Gesundheit. Nichts war vor seiner kindlichen Neugier sicher. Türen. Mitmenschen. Sportgeräte. Harry, 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 nicht. Hör auf, Harry, Harry, Harry. Warte, gleich haben wir's. Oh, Harry, ist ja schon gut. Komm jetzt runter. So, weiter und jetzt geh runter. Stühle. Also ich sitze. Du sitz. Aha, okay, alles klar. Los geht's. Teures Porzellan. Oh, Harry, nein, ich halte es nicht aus. Nein, Harry, nein, den Teller, gib ihn mir. Oh, also morgen kaufe ich uns erstmal Plastikgeschirr. Selbst Müll war nicht vor ihm sicher. Bring ihn in die Garage. Komm mit, Harry. Los, komm. Hey, sieh dir nur seine Augen an. Die drehen sich im Kreis. Vorsicht. Oh nein, er ist ohnmächtig. Harry, die Türen haben wir schon erwähnt. Okay. Es ist wahrscheinlich sinnvoller, wenn wir ihn seine Gefühle ausleben lassen. Und meine Golfausrüstung. Kassettenrekorde. Lass das. Gib ihn mir wieder. Gib. Harry, du hast meinen Kassettenrekorder kaputt gemacht. Wie konntest du nur? Noch mehr Müll. Nancy hat meinen Boden in eine Müllhalde verwandelt. Sieh nicht mich an. Ich werde ihn nicht aufräumen. Er hatte eine große Vorliebe für Sportgeräte. Hey, guter Schuss. Hey, Dad, ich wollte für Harry... Nicht zu vergessen die Gartengeräte. Das klappt auch nicht, wenn der Schlauch nicht ans Haus angeschlossen ist. Wir suchen immer noch nach einem neuen Zelt. Wir lernten eine Regel zu beachten. Wenn was zerbrechlich ist, wird's nicht gekauft. So, ich habe jetzt genug gehört. Ich werde mal losziehen und mein Haus für Harrys Besuch absichern. Oh, Nancy. Kennst du vielleicht einen Spezialisten für Burggräben? Tut mir leid. Vergessen wir's. Ich würde sicher keine zuverlässige Zugbrücke mehr finden. Lass mich in Frieden. Hallo, Leute. Hey, Walter. Walter, du musst uns einen Gefallen tun. Oh, tut mir leid, Mrs. Henderson. Mein Vater sagte immer zu mir, verleih niemals Geld und leih dir auch keins. Wir hatten nicht vor, uns Geld zu leihen, Walter. Oh, gut. Können Sie mir was pumpen? Nein. Walter, wir wollten dich darum bitten, dich ein paar Stunden um Harry zu kümmern, während unserer Vorbereitung für seine Geburtstagsparty. Woher wissen Sie, dass er Geburtstag hat? Wir erhielten Post von seiner Mutter. Hey, das war ein Scherz, ne? Walter, kauf dir mal ein Gehirn. Oh, jetzt verstehe ich, er soll nichts erfahren von der PARTY. J-A. Wir wollten nur, dass du dich ein paar Stunden um ihn kümmerst, damit er uns nicht im Weg ist. Okay, wird gemacht. Komm, Harry. Oh, Walter, sei vorsichtig draußen. Wieso? Sie wissen, wie Harry und ich uns verstehen. Deswegen. Hey, er ist mein bester Freund, wie Pat und Paterchen. Oh,
Oder mehr wie Abbott und Costello. Zuerst dachten wir, Walter könnte auf Harry aufpassen, aber es entwickelte sich anders. Harry? Schüttel! Sehr gut, Harry. Sie sehen, es ist ein Kinderspiel. Harry, jetzt lass meine Hand los. Lass meine Hand los. Oh. Weißt du, Harry, ich hätte Lust davon, ein Schlückchen zu trinken. Oh. Harry, öffne die Dose. Oh, ich gratuliere, Harry. Das war sehr gut. Harry hat ihren Verlobungsring mit den Brillis weggenommen. Oh. Harry, gib den Ring zurück. Nein, Harry, den Ring. Ja, ne? Ich werde einfach den Vorteil meines menschlichen Verstandes gegenüber seinem tierischen Verstand nutzen. Vorteil für Harry. Harry ist kein aggressives Geschöpf. Tritt, Harry, tritt! Komm schon, Harry, tritt! Schau, Walter! Endlich habe ich das super Rezept für Harrys Kuchen. Schwarzwälder Kirschtorte. Ich dachte, das wäre deine Lieblingstorte. Frohe Gastgeberin, gelungene Party. Wisst ihr, wie wir Harrys Party wirklich in Schwung kriegen würden? Wenn ich 40 von meinen besten Freunden einlade. Wenn wir 40 deiner Freunde einladen, wie kann er da noch ein Geheimnis bleiben? Du hast recht, Dad. Tja, ich finde, dass Harry uns die Party verdirbt. Hey, das ist Harrys Party, nicht unsere. Wir tun, was er sich wünschen würde. Es wäre echt toll, wenn all seine Tierfreunde mitfeiern würden. Bevor wir Harrys Freunde einladen, bauen wir erstmal eine Arche. Wir wussten nie viel über Tiere, aber seit Harry bei uns war, konnten wir sie schwer ignorieren. Er hatte eine bewundernswerte Beziehung zu den anderen Tieren. Er kommunizierte mit ihnen allen auf eine ganz besondere Art, die wir beim besten Willen nicht verstehen konnten. Er ist sowas wie ihr Beschützer und ihr Lehrer. Er war besonders besorgt um diesen kleinen Hund. Oh, ist der nicht bezaubernd? Wo hat er ihn gefunden? Ich vermute, er hat ihn in unserem Garten gefunden. Ist es nicht verblüffend, wie anziehend er auf Tiere wirkt? Gut, dass wir nicht im Land der Nashörner wohnen. Er ist so ein niedlicher Kerl. Kann er nicht hier bleiben? Nein, einhaariges Ungeheuer der Familie reicht. Er hat ein Zuhause. Er trägt eine Marke. Sein Name ist Auberginebraun Nummer 2. Daddy, das ist stark. Harry dressiert den kleinen Auberginebraun. Ah, toll, vielleicht macht er Karriere als Hundetrainer. Oh, Obi. Harry, du hast ihm das Leben gerettet. Oh, hallo. Harry ist wirklich ein Held, nicht wahr, Dad? Ja, du hast recht. Er hat mal wieder einem Freund das Leben gerettet. Oh. Sieht so aus, als rettete er einigen Freunden das Leben. Glaube ich auch. Oh, Harry. Ja, hallo, ich brauche die Nummer vom Tierschutzverein. Für Harry ist jedes Leben wertvoll. Ob es eine kleine Ameise oder eine hungrige Ziege ist. Wenn es je einer verdient hatte, eine Party zur Feier seines Lebens zu begehen, dann war es Harry. Wo sind die zwei? Oh, du kennst Harry. Ihm gefällt jedes Eichhörnchen. Und wenn sie nicht bald zurückkommen, verwelkt unsere ganze schöne Dekoration. Ta-ta-ta-ta! Unser Ehrengast ist da! Oh, komm, wir verstecken uns alle. Ja. Überraschung! Ja! Oh, du meine Güte! Walter, alles in Ordnung? Aber natürlich. Denn erst ein lustiger Floh sagt, denn erst ein lustiger Floh sagt, denn erst ein lustiger Floh sagt. Und ich habe mich selbst betroffen. Samantha, das ist wirklich... Interessant. Ja, sehr interessant. Ich habe mir gedacht, er wird ihm gefallen. Er ist richtig schön schleimig. Oh, wo hast du denn das denn? Tiffany hat ihn eingefangen. Sie wollte ihn als Haustier behalten. Kannst du dir das vorstellen? Vorsicht, Harry, oder willst du dir eine Warze einfangen? Sarah, von Kröten kriegt man keine Warzen. Aber sie pien dich an. Hey, Josh, vielleicht ist jetzt der richtige Moment für... Du weißt schon genau. Was. Na, gefällt er dir, Harry? Hey, er lässt ihn doch nicht frei, oder? Aber ja, natürlich tut er das. Kleine Tiere im Käfig kann er nicht ab. Böse.
Gut, dass wir dieses schleimige Ding los sind. Weiter so, Harry. Du könntest uns noch von Ernie befreien. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Harry. Happy Birthday to you. Und viele Geburtstage mehr, Harry. Blas die Kerzen aus, Harry. Harry? Wie geht's, Harry? Das darf doch nicht wahr sein. Sieh mir jetzt aus.